Boah, so, jetzt auf. Rechts kannst du nicht lang sein. Und wenn du sagst, du warst überhaupt nicht so lange da, ich habe übrigens nur noch halbvolle Ja, Oxygentanks. Wäre cool, dann. wenn du noch zwei mitbringst. Wir laden jetzt von alleine auf, wenn ich den Oxygen-Kompressor tue, oder? Ja, das müsstest du sehen. Ja, langsam, aber nein, überhaupt nicht. Wo muss ich den tun? Oxygenkompressor. Das Teil rechts da. Doch, komm. Ah, okay, gut, ja. Das dauert aber eine Weile, ne? Dauert schon ein Stück, weil das sind die größten Tanks. Ja, irgendwie die einfachsten, die zu machen sind. Nee, eigentlich nicht, oder? Naja, zumindest vom Farbstoff her. So, noch mal zwei. Okay, drei gemacht. Noch ein Notfallersatz-Tank. Wäre schön, wenn du vier machst, weil ich dann zwei nochmal brauche. Ja, ich bin dabei. Ich TP mich dann einfach zu dir. Wieder. Okay, das wird eine Weile dauern. Was mache ich da jetzt? Aber ich werde mich. Ist da ein Grab? Nee. Schade. Ich dachte, du bist nicht so weit runtergegangen. Eigentlich auch nicht allzu weit. Ich brauche noch einen Parachute dann. Brauchst du nicht. Du kannst fliegen. Oh Gott, hier ist ein ziemliches Labyrinth. Ich habe Dirt auf dem Mond gefunden. Woohoo. Cool. Und du TPst dich bitte nicht zu mir, bevor ich dir das okay gebe. Das okay, wieso? Wenn ich gerade mich wieder verlaufen habe. Und dass wir beide uns verlaufen, wäre eher schlecht. Yep. Da stimme ich dir sowas von zu. Warum musstest du denn genau hier in so eine dumme Lücke reingehen? Weil du gesagt hast, es Das soll da verstehe. hingehen. Ins Dungeon, ganz runter. Ich war ja in der Nähe des Dungeons. Ich lasse dich übrigens gleich mal alleine, weil ich voll aufs Klo muss. Ja, okay, mach das. Irgendwie lädt der eine nicht auf. Doch, doch, macht er, okay. Oxygen-Kompressor, ich mach mal noch einen. Die Hälfte meiner Tanks sind jetzt leider alle. Oh. Wie viel das ist, was man hier wieder braucht. Okay, ich habe eh Zeit. Und ich habe mich verlaufen. Ich glaube, wenn ich nicht gestorben wäre, hätte ich das auch gemacht. Aber verlaufen ist nicht so schlimm. Kann sich immer nach oben durchbauen. Glaube, das dauert ewig hier. Aber ist theoretisch als letzter Ausweg möglich. Das war 3. Wie habe ich nochmal hier. Warte. Kompress Bronze bekommen. Wofür brauchst du Kompress Bronze? Für einen Oxygen-Kompressor, einen zweiten. Warum denn brauchen wir den zweiten? Damit es schneller geht. Quatsch, ich logge mich jetzt einfach aus und warte, bis du kommst und dann. Bist du in der Zeit aus Clover? Ich will mich nur noch fix rausbuddeln. Okay, ja, mach das. Mal sehen, wie weit du weg bist von dem Platz, wo du eigentlich reingegangen bist. Nee, ich buddel mich immer zur Mitte wieder zurück, weißt So, okay, ja. du? Damit weißt du mal nicht, wie weit ich weg bin. Ich muss so verdammt aufs Klo. Lass es laufen. Im Fenster pullern. Ja. Ja, hast du nicht so eine leere Wasserflasche in der Nähe? Ach,
Hör auf mit sowas. Denk mal an Wasserfallen, Wasserfälle. Offene Wasserhähne. Crafte dir nie wieder was. Guck mal, da fließt bestimmt bald ein Fluss. Ja, und zwar jetzt, wenn ich Plitsch, auf Klo bin. Plitsch, Viel Plitsch, Spaß alleine beim Plitsch, Craften. Und du machst Plitsch, Bronze aus Tin Plitsch. und Chopper. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr, die Hälfte ist schon voll. Na gut. Ah, da lässt er mich nicht dabei. Na gut, ich habe auch allein gelassen, also was soll's. Den Zeit kann ich jetzt mal zeigen. Wir haben hier unendlich Energie. Einmal ein Kühler, das ist auch nicht so wichtig. Wir haben hier, muss sogar selber mal craften, deswegen kenne ich das. Lava Fabricator, der fabrikiert Lava, also macht Lava, tut die hier rein. Dann haben wir zum Beispiel hier einen Magmatic Dynamo, der nicht arbeitet. Boah, Alter, das ist wirklich genial. Ach, jetzt muss es sein. Okay. Eine Magnetic Dynamo, also Magma Dynamo, der die Magma hier rausnimmt. Beziehungsweise daraus. Nee, warte. Ich sei überfordert, warte, das habe ich nicht gebaut. Das hat der Ingenieur Felix gebaut. Hoch hinaus. Da. Oh ja, wir haben den Boot kaputt gemacht. Sehr schön. Also, das habe ich gebaut, weil nach Felix Vorbild. Magma Dynamo. Labberfabrikator. Also hier tut man einfach Magma rein. Der produziert Energie. Gibt es zu einer Energiezelle. Die Energiezelle gibt Energie zum Fabrikator. Der Fabrikator fabriziert Lava und gibt sie wieder zum Magma Dynamo. Damit hat man ein Perpetuum mobile, unendlich Energie für immer. Da das hier mehr Energie produziert als eigentlich hat. Also das Ding existiert normalerweise gar nicht, rein physikalisch. Aber was soll's. Schön, dass wir es haben. Und Viju joined the game. Heißt, er ist theoretisch auch mit TeamSpeak gleich wieder da. Und wir haben auch bald alles voll. Aloha! Aloy. Salve. Der zweite Tank von. Ne, der erste Tank von dir ist gleich voll. Ist okay. Okay. Okay, ist okay. Weißt du, was ich doof finde? Ich kann bei Dass meinem. du dein Zeug verlierst? Erstens das und zweitens, dass ich bei meinen Aufnahmen von Audioprogrammen nicht einfach stumm schalten kann, um dann zu schnauben. Kannst du nicht? Du kannst halt dein Mikrofon kurz rausziehen, Ja, oder? das funktioniert nicht. Da ist dann alles weg. Also, da glaube ich gar nicht mehr. Das Problem hatten doch mal hier Ferdi und Max, als die Trackmania Bestrafung aufgenommen hatten, war Ferdi so schlau, das rauszuziehen. Das Kabel, weil Max irgendwie geschluckt hatte und das Schlucken sollte unbedingt die Aufnahme mit rein. Er hat das genommen und an Max Kehle gehalten und dabei ist dann das Mikrofonkabel rausgegangen. Und da haben sie es Ewigkeit nicht hingekriegt, das wieder zum Laufen zu kriegen. Okay. Hey, wir haben noch gehen. Fällt mir gerade mal auf. Save your inventory, das wäre theoretisch hilfreich gewesen. Ich glaube, das führen wir mal für dich ein. Das wäre ganz schlau, ja. Kann ich auch. Ich weiß aber nicht, ob sich die Items dadurch klonen, weil die bleiben ja einerseits im Grabstein und andererseits kriegst du die an deiner Ender Chest. Wäre natürlich geil, wenn man es so austricksen könnte. Könntest du Diamanten verdoppeln und ähnliches. Nicht, dass wir das machen würden, aber theoretisch könnte man das tun. Wenn, dann wäre es trotzdem legitim, weil es ja das Spiel möglich macht und nicht wir irgendeinen Quatsch machen. Wir können auch theoretisch unsere Dia-Schwerter und alles verdoppeln. Was geht in der Minecraft-Version noch? Wie verdoppeln. Na, du kannst die beim Enchanting-Table. Da gibt es so einen kleinen Trick. Okay. Wie genau der jetzt funktioniert, weiß ich nicht, Oh, aber. fuck. Okay, gut, ich müsste eigentlich gleich fertig sein, dann könnte ich kommen. Noch 300. Noch 200. Noch 100. 50. 30. 20. 10. Und. Voll. So, jetzt mich damit noch ausrüsten.
Fallschirm brauche ich ja zum Glück nicht. Und das mit der Bombe.